willkommen für heute Abend. Wir hätten gerne ein paar mehr haben können, aber es ist leider nicht so. Wir haben ja seit 3 Jahren, 2019 war das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, und das Jahr danach hat die Schule zugemacht. Und das Erfreuliche ist zu sehen, dass da noch welche kommen und so weiter. Und die Piraten, die wohnen ja bei uns hier in der Schule im Moment, und ich hoffe oder bedanke mich auch, weil die in dem Umzug mitgemacht haben, dann haben wir das ein bisschen mehr gefüllt. Jeg tror faktisk også, det er godt nok mange år siden, men startede du ikke også som lærer her? Nej, men du boede i Rigsby, sådan var det så. Ja, okay. Der er en grund til at komme tilbage til deres hjemstavn, fordi det har også deres hjemstavn fortjent, at man med glæde kan vende tilbage. Så jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig, rigtig, rigtig godt årsmøde. Und ich bin gar nicht so ganz so traurig, dass da noch nicht ganz so viele sind, Nils Jörn. Ich finde, jeder zielt. Und insofern, die Sonne hat es ja eigentlich auch fast mit uns gut gemeint da draußen. Ja, wir wünschen ja all Gott und vor allen Dingen in dieser bisschen für viele Menschen schwierige Zeit, dass alle gut da durchkommen. Denn ich glaube, wir müssen noch ein bisschen miteinander aushalten, was auch die Unruhen ja, ausmachen könnten, und insofern und alles, was da im täglichen Leben dazugekommen ist. Insofern, ja, wir wünschen ja all Gott, euer Gläser Meitel, als die Forte hier auch aus dort hier Kulturcenter. Verbrændt på sine hænder. Og det gjorde så stærkt et indtryk på den danske konge, at han lod sig døbe ved Helligbæk, ved Popostenen. Og det synes jeg er stort, at den største begivenhed i Danmarks historie, den finder sted her i Sydslesvig, der i år 965.